Leute, willkommen zu Gaming Late Nights. Sag ich einfach mal so. Ich habe mir vorgenommen, ich werde heute, Samstagabend ist es, bei einem kühlen Blonden, werde ich mich hinsetzen in meinen bequemen Stuhl, der ein bisschen knarzt und quietscht. Aber wir werden uns verschiedene Spiele angucken. Ich werde einfach höchstwahrscheinlich meine Steam- und Origins-Sachen mal angucken. Was habe ich so auf dem Rechner? Und werde ein bisschen was über Fraps aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ich werde es in mehreren Teile aufstückeln. Da wird dann jede Woche hoffentlich einer rauskommen können. Und hoffentlich gefällt es euch. Schreibt mir Feedback. Das werde ich dann auf jeden Fall lesen und auch beantworten. Konstruktive Kritik immer gerne. Und wir fangen an. Ich stelle den Timer mal so auf 20 Minuten pro Titel, um einen guten Eindruck zu bekommen. Viele Spiele habe ich noch nicht selber durchgespielt, das heißt, ich spiele blind, wie das heutzutage heißt. Ich stelle mir den wunderbaren Timer, hier, ich hoffe, man kann es lesen, 20 Minuten. Schnapp mir mein Gamepad, welches ich mir hier schon vorbereitet habe. Das Kabel ist ein bisschen kurz, weil mein Rechner steht da hinter mir. Und ich würde sagen, wir nehmen auf. Zack. Und ich starte den Timer und lade meinen letzten Spielstand. Wir spielen auf einfach. Ease Origins heißt dieses wunderschöne Spiel. Gibt es schon seit längerem draußen. Ich mache ein bisschen den Ton aus, der hinter mir trällert. Und wir spielen diese junge Dame, die im Grunde durch verschiedene Dungeons prescht. Und ich muss ganz kurz gucken, wie die Steuerung war. Man sammelt hier unten, hat man eine Magieleiste, die sich da wieder füllt langsam. Oben drüber die Zahlen 106 ist mein Leben, mein derzeitiges. Und es geht wie ist technisch üblich, rennt man durch Dungeons. In dem Fall ist es ein Turm, glaube ich, ist es, den wir uns im Grunde hocharbeiten. Und in diesem Turm lebt eine Göttin, wenn ich das richtig verstanden habe, die wir beschützen wollen. Aber da wollen ein paar Leute ihr ans Leder und das versuchen wir natürlich zu verhindern. Und dadurch messen wir uns durch allerhand Getier und wir haben ein Level Up. Das sieht man unten, diese ganz dünne rote Leiste ist ein Level Up. Jetzt muss man mal gucken, ah, hier war ich schon. Okay, dann habe ich das gespeichert hier. Dann bin ich hier komplett falsch. Dann hüpfen wir doch mal zurück. Ah, nee, aber wir müssen hier diesen Schalter runterdrücken. Und jetzt zack, zack. Und schon geht's hoch. Fraps zieht gerade ein bisschen die Leistung im Keller. Merke ich gerade, das läuft nicht ganz so flüssig, wie es könnte. Aber ich glaube, das mag uns kein Abbruch tun. Wir sammeln jede Menge Zeugs ein. Ich kann auch mal, ich spiele es hier schön mit dem Xbox Gamepad. Ich kann hier, glaube ich, irgendein Steuerkreuz oder was select. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich hier ins Menü komme. Das war eigentlich ganz komisch. Ich kann mit beiden Ministicks lenken. Oh, jetzt habe ich hier den Hypermodus aktiviert. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber dann brezeln wir uns doch da hier mal knackig, wie wir sind, durch. Und viele der kleinen Gegner sind im Grunde kein Problem. Nur die Endgegner, die sind dann knüppelhart. Und die sind
nicht so das Einfachste. Man musste dann viel leveln vor allem, um gegen die genügend Schaden zu machen, dass sie nicht killen. Und man muss natürlich klassisch eher Patterns lernen. Und diese Viecher sondern so Schleim ab, der mich zum Rutschen bringt. Komme ich da hoch? Komme ich nicht hoch. Jetzt, wie komme ich hier ins Menü, ist die Frage. Ich dachte eigentlich irgendwie über das Steuerkreuz komme ich hier ins Menü. Also da bewege ich mich auch. Ich habe jetzt vier, ich kann mich hier bewegen, ich kann mich da bewegen und ich kann mich am Steuerkreuz bewegen. An das scheiß Menü komme ich nicht. So, jetzt holla die Waldfee. Ah. Wunderbar. Und ich habe nach einer Zeit dies für mich entdeckt. Auf der PSP habe ich es als erstes und habe es mittlerweile Ys 1 und 2 im Remake für die PSP und Ys 7, was ein PSP-Exklusivtitel ist, glaube ich. Und jetzt dieser hier. Und man muss sagen, Ys 1 und 2 ist so ganz klassisch top-down. Acquired a Ringmail. Tja. Das würde ich jetzt natürlich sehr gerne sehen wollen. Komme ich hier irgendwie ins Menü? Hier komme ich ins Menü. Kann ich da aber auch sagen, ich kann hier leider fast nichts einstellen. Inventory, Equipment. Level 1, Defense, Ringmail. Sehen wir uns das doch mal an. Ich sehe hier jetzt leider keinen Unterschied. Vielleicht ist der aber auch zu groß. Zu klein. Das habe ich gesagt. Und ich muss jetzt gerade, sehe ich, ich bräuchte mal Leben. Ein Level Up. Auch nicht schlecht. Also es läuft ja ganz gut. Es gibt einfache Rätselaufgaben hier. Und ja, genau, das wollte ich sagen. Da war ich ja stehen geblieben. Also Ys 1 und 2 ist so ganz klassisch von Top-Down, wo man Gegner im Grunde nur anläuft, richtig. Und man muss dann eigentlich immer vor und zurück die Gegner anlaufen, dass sie einen selber nicht treffen. Und das wird am Anfang komisch, aber die Dungeons sind da schön komplex. Also ich glaube, das erste oder zweite Dungeon, das ist dann schon relativ komplex, wo man gucken muss, mit so Durchfallen und verschiedenen Ebenen. So, das war knapp. Giftig. So, den lassen wir einfach mal. Und ich sollte hier vielleicht auch warten und es da ähnlich machen, dass ich nicht so oft in dieses Gift komme. Wahrscheinlich komme ich hier erst später hin. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Wasser ablassen muss. Scheiße. Und ich habe hier eingestellt. Oh, ich bin kaputt. Oh nein! Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, weil ich so mit Reden fixiert war. Starte ich jetzt von ganz vorne? Tatsächlich. Aber es ist ärgerlich. Na gut. Das kommt mir ersparen. Und welches habe ich noch gespielt? Ys 7 ist ähnlich wie das hier. Nur mit noch ein bisschen mehr Perspektive. Und man hat eine Party von bis zu 3 Leuten, zwischen denen man auch, glaube ich, sogar on the fly wechseln konnte. Und auch hier wieder knüppelhart. Man hat dann Leute mit verschiedenen Fähigkeiten. Jetzt muss ich echt ein bisschen besser aufpassen.
Und das habe ich auch ein bisschen gespielt. Müsste ich auch mal wieder weiterspielen, weil es ist echt nicht schlecht. So, hier. Dass ich nicht zu oft von denen getroffen werde. Weil man kann es auch schaffen, ohne was zu verlieren. Wunderbar. Ja, und das hier ist, wie man sieht, man läuft hier so in einer relativ festen Kameraperspektive rum. Shit! Ich hätte es sogar noch geschafft. Man kloppt eben sich hier durch diesen Turm. Und man hat hier auch ein relativ komplexes Kampfsystem, was man aber perfekt timen muss. Ich kann ja mal gleich gucken. Also man kann zum Beispiel dann schlägt, springt, kann man zum Beispiel so einen Dash nach unten machen. Können wir mal kurz gucken. Options, genau, Manual, und hier können wir jetzt sagen, Boost haben wir, Attacks, da können wir Jump, wir haben so Jump Slash, Attack during the SM Jump while moving, Launch Attack, Attack immediately after coming to a stop, Mouse Control Double, Click Left Mouse Attack. Okay, click during the innocent jump while stationary. Okay, ja. Wisst ihr Bescheid? Oh shit. Zieh ordentlich was ab. Ah ja, okay. Also springen. Und dann zweimal Attacke, dann macht sie so einen Downslasher. Oder sowas hier nach oben. So, Ringmail haben wir wieder bekommen. Das ist wunderbar. Das ist jetzt ein bisschen blöd, warum macht er mir das nicht so? Das ist ganz komisch. Aber soll uns nicht stören. Die ziehen mir auch was ab, wenn ich die berühre. Was? Gar kein Problem. Wenn man sich hier ein bisschen anstrengt, da komme ich nicht durch. Kann man das auch gut schaffen. Shit. Man sollte mal gucken, dass man sich nicht vergiften lässt, weil es doch einiges abzieht. So, schön immer alle Edelsteine einsammeln. Ah, ich wurde vergiftet tatsächlich. Nein, das war nicht so geplant. Bin ich immer noch vergiftet. Nochmal. Ah, wunderbar. Okay. Okay. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen, sehe ich schon. Vielleicht schaffen wir es auch einfach zu einer nächsten Statue. Das wäre jetzt gerade sehr recht. Das ist schon wenigstens safe. Uiuiui. Uiuiui, jetzt folgen sie mir alle. Okay. Wir werden hier nicht zufällig geheilt. Nee, werden wir nicht.
Jetzt hier unter Wasser. Oh shit. Könnte es sein, dass ich wieder drauf gehe? Alles klar. Auf ein neues. Tut mir leid. Jetzt hauen wir uns da schnell durch. Wir wissen ja. Ja, kennen wir schon alles. Lassen die auch alle schon kommen, auch mal. Das hat ja so ein bisschen was vom Diablo auf der PlayStation. Wie ich finde. Und halt natürlich auf der Konsole allgemein, wenn es noch rausgekommen ist, dadurch, dass man sich aktiv bewegt und eben Knopf zum Schlagen hat. Geht das schon alles super gut hier. Ich darf mich halt nicht wieder vergiften lassen. So, jetzt nach Hause ohne Pause. Shit. Alle guten Dinge sind zwei. Ha, noch geschafft. Shit. Sie ist wieder vergiftet. So, Ringmail wieder bekommen. Jetzt zum dritten Mal. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr vergiftet. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir eben schon an die Stelle, wo man ja tatsächlich ein bisschen looten muss. Looten und leveln. Vor allem leveln. Man kann auch seine Waffen verzaubern lassen. Von so einem Tierchen, wenn man ihm irgendein Item gibt, was man ab und zu bekommt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob man das immer an bestimmten Stellen bekommt oder ob man die finden muss. Auch euch mache ich fertig. Wir können nicht so lange unter Wasser bleiben. Deswegen gehen wir immer hin und her. Jede Menge Scheiß haben wir bekommen. Sehr gut, und wir bekommen auch schon bald wieder ein nächstes Level. Wir gehen jetzt, bevor wir hier. Machen wir den jetzt erstmal. Die haben mehrere Stufen oder was? So, aber da muss doch ein bisschen mehr drin sein. Hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Aber da hinten. Scheiße. Nein, nein, na, beweg dich. Jetzt müssen wir uns ein bisschen
von dem entfernen. So, immer drauf. Wunderbar. Und wir haben die Statue in eine Kristallstatue gemünzt und wir können speichern. Yes. Dann gehen wir hier doch mal weiter. Die andere Richtung kennen wir ja. Oh. Well, well. So, so. Gut, gut. Wen haben wir denn da? Ein Spirited Girl. It isn't a little ex-girl. Ich bin ein kleines Mädchen, trage Kopftuch und eine Axt. Jetzt gucke ich doch mal kurz, wie lange wir noch Zeit haben. Während wir uns... Oh, nicht mehr lange. Sind auch schon wieder 20 Minuten um. Aber ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen. Weil wir auch... öfters angefangen haben. Deswegen sage ich hier einfach mal anhalten. Ja. Die Geschichte wird so semi-gut sein, nehme ich an. Jetzt habe ich was gesagt. Nee, also ich lese mir das schon eigentlich immer ganz gut durch. Manchmal ein bisschen gelassener. Aber man versteht eigentlich schon immer ganz gut. Epona. Scheiße. Okay, wir machen jetzt hier Dark Souls-Style. Immer im Kreis rennen. Und sie dann mit dem krassen Angriff hier killen. Okay, nachdem ist sie immer so ein bisschen gestunt. Das hat gerade schon echt ein bisschen was von Dark Souls. So von wegen Gegner-Patterns. So, jetzt ist sie angreifbar. Shit. Ja, ist kein Problem. Cool wäre es, wenn ich jetzt den Reizhack bekommen täte. Das war sehr effektiv. So, die ballert da jetzt noch ein bisschen herum. Wunderbar. So, mittlerweile weiß ich, was für Attacken sie macht. Wieder weg. Bei so Sachen ist es immer, wenn man merkt, oh, es läuft, sollte man nicht übermütig werden. Sonst kann es sein, dass man da ganz schnell das Leben verliert. Oh shit. So. Okay. Immer schön am Rennen. Okay. Was macht sie jetzt? Man ist Gott sei Dank relativ schnell. Ja, das ist doch das Ende! Und ein Level Up! Wunderbar! Das gucken wir uns noch an, das gönne ich euch. I must let my guard down. Not bad. Not great, but not bad.
Jetzt Moment, entscheide dich. Ja, das frage ich mich, ob sie jetzt von mir oder von sich redet. Alright, I guess a promise is a promise. What's your name, girlie? Huh? Your name, girl? You do have a name, right? I cluttery up my brain with useless knowledge. Ich hab dich gerade besiegt. It's Unica, Unica Toba. Unica, huh? That's a weird name. I'm Ipona, one of the foremost warriors of my people. See, that's the thing. I really want to know who your people are. Lady Fee, who now? About questions, I never felt like answering them. I learned to ask one thing at a time. But then, I throw you a bone. Me and my companions were not from East. East ist, glaube ich, ich denke immer, das ist so die allumgreifende Macht, dachte ich immer. Aber hier scheint es irgendwie ein Ort zu sein. Irgendwas habe ich also nicht ganz gerafft. Es ist so ein bisschen wie das Final Fantasy. Es gibt so verschiedene Locations, aber irgendwie so eine übergreifende Geschichte mit diesem Is. Jetzt hoffentlich bekomme ich aber auch irgendwas Cooles. Ja gut, not from Is. Das hätten wir uns ja fast denken können. Und weil ich Feigling bin, speichere ich. Und mit diesem Save verabschiede ich mich von dem ersten Teil meines abendlichen Game-Marathons, meines persönlichen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Man sieht sich. Ich verabschiede mich.